Guten Morgen. Ich begrüße Sie oder euch von ganzem Herzen. Und nachdem wir Corona-bedingt viele Anläufe machen mussten, um diese Veranstaltung hier in Wirklichkeit sozusagen stattfinden zu lassen, sind wir doppelt froh, dass das heute geht. Ich freue mich ganz besonders, dass Judith Rosmeier heute mein Gast und meine Partnerin ist, weil dazu gibt es eine kleine amüsante Geschichte. Schon vor Monaten, als ich diese ganzen Lesungen geplant habe, war sie meine Wunschkandidatin für das Bergner-Programm. Dann verschob es sich bekanntlicherweise und inzwischen fand hier eine Premiere statt, Amazing Family. Es geht um die Mann-Familie, was hier gerade läuft, und dort tritt Judith Rosmeier unter anderem als Elisabeth Bergner auf. Also das heißt, das war ein glückliches Zusammentreffen. Ich habe das natürlich nicht geahnt, aber vielleicht eine wunderbare Fügung. Sie können also sozusagen die Fortsetzung dann noch auf der Hauptbühne sehen. Nochmal ganz kurz für diejenigen, die vielleicht zum ersten Mal in dieser Reihe sind. Die Idee dieser Berliner Porträtgalerie ist, dass wir jeweils eine Veranstaltung einer Schauspielerin, einem Schauspieler widmen, der in diesem Haus tätig war und der enorme Spuren hinterlassen hat. Dieses ist die 7. Folge und jeder von diesen grandiosen Kollegen sozusagen hat hier gespielt. Dieses Haus ist fast 100 Jahre alt und wenn man bedenkt, was hier stattgefunden hat, auch künstlerisch, ist das enorm. Um zu Elisabeth Bergner gleich zurückzukommen, vielleicht verbinden die meisten mit ihr, was den deutschsprachigen Raum angeht, die Produktion Geliebter Lügner, wo es zwischen George Bernard Shaw und Stella Campbell, der Schauspielerin, geht. Und diese legendäre Aufführung hatte 1959 hier Premiere. 3 Jahre gingen O.E. Hasse und Elisabeth Bergner da mit auf Tournee und bis nach Amerika sind sie damit auf Gastspielreise gegangen. Es gibt auch eine wunderbare Aufnahme von dieser Veranstaltung. Elisabeth Bergner hat hier 1970 Regie geführt. Das ist nicht sehr bekannt, dass sie auch Regie geführt hat. In der Presse stand, mit 73 gibt sie ihr Regiedebüt. Das stimmt nicht, weil sie hat vorher in Amerika schon Regie geführt, aber beziehungsweise in London, Entschuldigung, Regie geführt. Aber sie hat damit hier auch sozusagen auf anderem Gebiet, nicht auf der Bühne, sondern vom Parkett aus ihre Spuren hinterlassen. Sie hat 1971 ihre letzte Rolle auf einer deutschen Bühne gespielt, 1971 mit einer Vorstellung von einem Stück von O'Neill. Und das ist eine kleine Randbemerkung, bevor wir gleich reinspringen in den ersten Text. Das ist ein Anliegen dieser Reihe von mir, dass man sieht, dass zum Beispiel bei Elisabeth Bergner kann man das wunderbar sehen, dass wie ein Adler mit großen Flügeln, der eine Flügel in die Vergangenheit sich ausstreckt, nämlich wenn man später erfährt, mit wem sie Umgang hatte, wer künstlerisch ihre Partner waren, dann ist das ein Stück Kulturgeschichte, lebendiger Kulturgeschichte, und wir bringen Namen mit ihr in Verbindung, von denen wir denken, die sind Historie, aber sie sind nah an uns dran. Und gleichzeitig der andere Flügel, der in die Gegenwart reicht, und ich werde Ihnen später von ein paar Menschen erzählen, die Sie leibhaftig erlebt haben. Unter anderem, das darf ich wohl sagen, freue ich mich enorm, dass Klaus Völker im Publikum sitzt. Er hat ein ganz wunderbares Buch über Elisabeth Bergner geschrieben. Er ist heute da, er hat sie gekannt, er hat Zeit mit ihr verbracht. Das zu diesen beiden Flügeln, in die Vergangenheit, in die Gegenwart, und das ist der Gedanke dieser Reihe, dass Geschichte immer ineinander fließt, dass die Menschen sterben, dafür können sie nichts, das heißt noch lange nicht, dass sie nicht modern sind, dass sie nicht brisant sind in ihren Lebensläufen, in ihren Gedanken und in dem, was sie hinterlassen haben. So viel zur kurzen Einführung. Und jetzt springen wir bewusst gleich in den ersten Text. Also, das gibt es noch. Es hat also noch Sinn, ins Theater zu gehen. Und es gibt also noch andere, ehrlichere Premieren als jene Filmkomödien, wo unter Blumenhaien glatzköpfige Geschäftsleute zweifelhafter Prägung auftauchen. Das Lessing-Theater halte wieder von den Rufen Bergner, Bergner, mit vollem Recht. Ensembles haben wir nicht mehr. Von einem Berliner Theater kann man wohl auch kaum noch im Ernst sprechen. Denn wie soll man mit Liebe rezensieren, was ohne Liebe gemacht wird?
Aber dass es noch wertvollen Nachwuchs gibt, das zeigt sich in dieser Frau. Wie das blüht und duftet, wie das im höchsten Sinne Kunst ist und im höchsten Natur. Wie sie sich keinen Zwang auferlegt und doch streng im Bann ihrer selbst bleibt. Wie sie sich nie wiederholt und welche Fülle von Erfindungen. Was fällt ihr alles ein? Was macht sie alles? Und was macht sie alles nicht? Wie sie als Junge sprach und als Mädchen kopierender Knabe und wieder als Frau und wie rein sie alle Töne brachte. Wie jubiliert ihre Stimme, als sie in jener herrlichen Liebesfuge als Schlussakkord dastand. Sag, guter Schäfer, diesem jungen Mann, was Lieben heißt. Es heißt, aus Seufzern ganz bestehen und Tränen, wie ich für Phoebe. Und ich für Ganymed. Und ich für Rosalinde, sangen die anderen. Sie aber und ich für keine Frau. Welcher Jubel, welche Süßigkeit, welche Liebe. Und es haftet. Die meisten Theatereindrücke der letzten Jahre versinken. Dieser bleibt und macht noch den nächsten Tag und die nächsten Tage heiter und glücklich. Es hallt nach. Es gibt noch so etwas. Und ein Ruf hallt. Bergner. Bergner. Zum Schluss trat sie vor den Vorhang, als Epilog des Stückes. Beifall umdonnerte sie und sie hob leis die Hand. Abwehrend fast und unendlich süß. Wollte sie noch etwas sagen? Es wurde still und als sie begann, dachte ich, jetzt spricht Elisabeth Bergner ganz persönlich, improvisierend. Sie sprach aber mit derselben Natürlichkeit die vorgeschriebenen Worte des Stücks. Bergner, Bergner, rief die Galerie. Und wir, die wir dabei waren, segneten sie und wünschten ihr alles Gute, betend, dass Gott sie erhalte, so jung, so schön, so hold. Bergner, Bergner. Kurt Tucholsky, 1923. Also, wir haben gleich zu Anfang geklotzt, sozusagen. Nicht nur mit ihrer, mit der Fülle ihres Talents, mit der unglaublichen Magie, mit der sie ihre Umwelt, ihre Bühne, ihre Zuschauer verzaubert hat. Das ist ein Text aus den Berliner Jahren, ein Text von Tucholsky über sie. Wir gehen ein bisschen zurück. Natürlich, wir haben ja noch gar nicht richtig angefangen. Und zwar, die Bergner war ein Phänomen. Es hieß auch die Bergner. Man sagte, man sprach von Bergnern, wenn man ihre besondere Diktion, ihre besondere Art der Sprache beschreiben wollte. Sie war etwas, was heute sicher so nicht mehr möglich ist, auch durch die Vielfalt der Medien und so weiter. Theater spielte ja eine ganz andere Rolle. Sie hatte etwas Schillerndes, sie hatte etwas, was eine Mischung von Nähe und Distanz war, etwas, was auch nicht genau definierbar war. Also man würde heute in gewissem Sinne fast das Wort Diversity gebrauchen. Denn sie hatte etwas, das zog Männer und Frauen gleichermaßen mit einer unwahrscheinlichen Wucht in den Bann. Sie hatte reihenweise berühmte Männer, wir kommen später darauf, die sich teilweise umgebracht haben, die sich unsterblich in sie verliebt haben, die hoffnungslos sie verfolgt haben. Und ebenso gab es Frauen. Also das heißt, sie hatte etwas, was für alle irgendwo zur Disposition stand, aber es gab kaum, erstmal muss man mit großer Diskretion und nicht so tun, als wüsste man da etwas. Ich erzähle Ihnen vielleicht eine kurze Geschichte, die sehr viel über sie erzählt. Ein Regisseur, den ich kenne und von dem ich Ihnen später erzählen werde, der mit ihr gearbeitet hat, ist auf sie aufmerksam geworden, weil sie in einer Talkshow saß, einer NDR-Talkshow, und der Journalist sagte, begann dieses Interview mit der Frage, ach so, Sie haben doch ein Verhältnis mit der Gabo gehabt. Daraufhin schwieg Elisabeth Bergner 10 Minuten lang. Diese Talkshow war somit aus dem Gleis gelaufen. Aber es ist so bezeichnend, weil dieses Glauben zu wissen, dieses Festlegen wollen, nur so geht es und da kann man sie einordnen, dem hat sie sich immer entzogen. Und es gibt einen Satz von Karl Kraus, den ich so unglaublich gut auf sie passend finde. Der heißt, Künstler ist nur, der aus der Lösung ein Rätsel machen kann.
Ein ganz großartiger Satz, finde ich, der diese ganzen Zwischentöne, dieses Ganze, was man nicht durch alle Analyse begreifen kann, sondern wo es andere Annäherungsformen geben muss an eine Person, das steht, nachdem ich mich mit ihr beschäftigt habe, unglaublich für ihre Persönlichkeit. Sie ist von diversen Malern gemalt worden, unter anderem Georg Ehrlich, aber natürlich auch von Wilhelm Lehmbruck, zu dem kommen wir später, von ganz vielen Dichtern besungen, beziehungsweise sind Texte über sie geschrieben worden, von Else Lasker Schüler, von Kurt Pintus, von Claire Goll, von Bertolt Viertel. Also auch da kann man schon sehen, welche Inspirationskraft diese Frau hatte und welcher Punkt war, um den so viele gekreist sind, die selber so große Persönlichkeiten waren. Sie selber kam aus Wien, also geboren ist sie in Galizien. Man weiß nicht genau, warum die Mutter 4 Wochen lang, nämlich um den Zeitpunkt herum ihrer Geburt, dorthin gefahren ist. Die einen sagen, weil es eine gute Hebamme gab, die anderen sagen, weil es eventuell auch eine Möglichkeit war, sich mal partiell von ihrem Mann für ein paar Wochen auf Distanz zu halten. Das weiß man nicht, weil die Ehe war nicht glücklich, sondern sie war, Elisabeth Bergner beschreibt in ihren Memoiren, dass es überwiegend Streit zwischen den Eltern gab. Sie hielt dann auch nicht sehr lange. Also, wie gesagt, 1897 ist sie geboren und 1911 war dann die Scheidung der Eltern. Ein Elternhaus, was nicht unbedingt eine wärmende Geborgenheit verströmt hat. Der Vater hat aber etwas sehr, sehr Wichtiges gemacht. Er hat 1908 einen Hauslehrer engagiert, Jakob Moreno. Und eine der prägendsten Persönlichkeiten, auch im Nachhinein, sie beschreibt ihn als einen der prägendsten Persönlichkeiten. Er ist später in Amerika ein ganz berühmter Psychotherapeut geworden und hat Elisabeth Bergner in gewissem Sinne die Tür zur Literatur aufgemacht. Er hat mit den Kindern, sie hatte eine 4 Jahre ältere Schwester und einen 2 Jahre jüngeren Bruder, Stegreifspiele gemacht. Sie haben Märchenthemen, hat er in den Raum geworfen und die mussten weitergesponnen werden. Es entstand also diese Art von Magie und von Welt aus der eigenen Fantasie heraus, die genau den Kern von Elisabeth Bergners Wesen traf. Und dieser Mann, zu dem sie auch immer wieder Verbindung hatte, war ein Glücksfall für ihre Entwicklung. Der wurde eben nach Hause geholt und hat ihren Werdegang ganz entscheidend mitbestimmt. Sie wollte ganz sicher nicht früh verheiratet werden. Sie wollte ganz sicher nicht eine Laufbahn gehen in den üblichen Schablonen. Und vielleicht war auch das Anmelden an einer privaten Schauspielschule für sie eine Art Versicherung, dass sie nicht diesen Weg gehen musste. Sie hat auf einer privaten Schauspielschule Unterricht genommen und ist dann 1915 auf die K&K-Akademie für darstellende Kunst. Sie ist aufgenommen worden und hat einen Freiplatz sogar bekommen. Also sie brauchte kein Geld bezahlen. Aber von heute aus betrachtet erstaunlich, denn sie schien nicht besonders aufzufallen, denn in dieser Schauspielschule bekamen nur die eine Abschlussrolle und eine Ansehrolle, die als besonders begabt galten. Sie nicht. Und da hatte sich wieder eine sehr glückliche Fügung ergeben. Sie hat einen Freund kennengelernt auf der privaten Schauspielschule, Thomas Schrammeck, der sie mit Albert Ehrenstein bekannt machte. Albert Ehrenstein, erlauben Sie mir nur 3 Sätze zu ihm. Er ist ein Vergessener, er ist ein verbrannter Dichter. Und die beiden haben sich dort kennengelernt. Auch er hat sich unsterblich in sie verliebt und hat diese Liebe ist nie zu einer Erlösung sozusagen gekommen in seinem Sinne. Aber es war eine bittere Freundschaft über Jahrzehnte hinweg. Und er hat ihr viele, viele Türen geöffnet. Er hat an sie geglaubt, war von ihr fasziniert und hat ihr das erste Vorsprechen ermöglicht in Innsbruck. Und man muss sagen, dieser Albert Ehrenstein bedarf eines eigenen Abends. Aber da er ein Vergessener ist, sind nur 3 Worte über ihn zu verlieren oder 3 Sätze. Er war immer Kriegsgegner. Er war ein kultureller Mittelpunkt damals. Er hatte Freunde wie Oskar Kokoschka und so weiter. Er war ein expressionistischer Dichter, der vielleicht in manchen Gedichten heutzutage befremdlich wirkt, der aber für Elisabeth Bergner einen enormen Stellenwert hatte. Und wir kommen jetzt zu einem Gedicht von ihm, was schon... Aber ich möchte noch etwas sagen, ich habe das vergessen.
Ich habe nämlich noch einen Text rausgesucht, der noch einmal diese Bedeutung von Elisabeth Bergner bis in die Heutzeit hinein zeigt. Und der ist von Karl Lagerfeld aus dem Jahre 1977. Elisabeth Bergner, für mich die erste moderne Frau. Sie trug Hosen, lange bevor Marlene Dietrich das wagte. Ihr gegenüber hatte die Dietrich sogar Minderwertigkeitskomplexe. Die Bergner, das war ein Stil. Und alle anderen haben ihn kopiert. Ihr Stil ist heute modern wie nie. Also das nochmal als kleiner Nachklapp für diese Flügeltheorie, die ich am Anfang gesagt habe. Jetzt sind wir in Innsbruck. Sie war nicht so besonders glücklich mit dem, was sie da zu spielen bekam. Und die nächste Station kam dann relativ früh und das war Zürich. Und wenn man sich Zürich vorstellt in diesen Jahren, sie ging dort 1918 hin und das war, sie ging dort 1916 hin und blieb dort bis 1918. Und 1916, das war das Gründungsjahr des Cabaret Voltaire, des Dada-Ortes, wo alle berühmten Dadaisten sich trafen oder sehr viele. Dort in Zürich war Hugo Ball, Emmy Hennings, es war dort Hans Arp, Richard Hülsenbeck. Es war ein Schmelztiegel dieses gedanklichen, dieses künstlerischen Aufbruchs. Dort war aber auch zum Beispiel Else Lasker Schüler und viele, viele andere, die dort lebten und die dort ein auch zum Teil exzessives, bizarres Leben führten. Sie wurde also ganz früh in diese Art von Kosmos geworfen, auch wieder eingefädelt durch Albert Ehrenstein, der dort mit allen vernetzt war und der sie dort sozusagen in eine Atmosphäre warf, die übervoll war an künstlerischem Input, an Modernität und an einer Reizüberflutung künstlerischer Art, die vielleicht zur Folge hatte, dass man sich mal ausruhen musste. Und das konnte man da so. Es gab ein Sanatorium, Dr. Huber. Dr. Huber hatte eine Irrenanstalt. Aber da kann man sehen, wie fließend die Grenzen auf der ganzen Welt sind. Sind sie ja wirklich. Er war ein wohl sehr, tolerant ist gar nicht das richtige Wort, sondern ein weiser Mensch. Sondern es war ein Ort, wo die Schauspieler und die Künstler sich ab und zu ausruhen konnten von ihrer ganzen Überfülle an Leben, an Chaos, an Aufbruch, an allem, was damit eben zu tun hat. Auch die letzte Zeit in Zürich hat sie dort verbracht. Witzigerweise, ich werde später darauf kommen, in einer anderen Stadt war nochmal eine Art von psychiatrischer Anstalt, ihr Ruhepol vorm nächsten Punkt in der Karriere. Aber Zürich, da ist auch noch etwas ganz Entscheidendes passiert. Nicht nur, dass sie dort zum ersten Mal 1917 vielleicht die Rolle spielte, die sie über alle Maßen berühmt gemacht hat, die Rosalinde in Wie es euch gefällt von Shakespeare. Das war der Startpunkt dieses Stückes, was sie im Laufe der Jahre mit vielen, vielen verschiedenen Partnern gespielt hat. Zürich war aber auch der Ort, wo sie Alexander Moissy traf und mit ihm im Hamlet spielte. Sie spielte die Ophelia. Und jetzt passierte etwas ganz Entscheidendes. Sie ließ, ich weiß nicht genau, ob bewusst oder unbewusst, sie trat ohne die zurechtgelegten Requisiten auf, was fast die Kündigung bedeutet hätte. Und sie brauchte keine. Die Imagination, das, was sie durch ihr Sein auf der Bühne in die Zuschauer, was dort ankam, was dort an Fantasie und an Welt entstand, brauchte keine Requisiten, sondern sie hat es so gezaubert. Und Alexander Moissy hat sie davor bewahrt, dass ihr gekündigt wurde und hat gesagt, eine Ophelia wird nie wieder Requisiten brauchen. Und das ist ein unglaublich wichtiger Punkt für unseren Beruf oder auch für Entscheidungen, wie man inszeniert oder wie man überhaupt mit sogenannter Realität, Bühnenrealität umgeht oder so. Ganz fantastisch. Was ist noch in Zürich passiert? Es gab ein Gastspiel von Wedekind, von Frank Wedekind mit zwei Stücken und Schloss Wetterstein und Erdgeist. Und interessant, erstmal war es die letzte Rolle von Frank Wedekind als Schauspieler. Und sie hat im Erdgeist die Lulu gespielt.
Und was ganz interessant ist, die Lulu gilt ja als Inbegriff der Verführerin, als Inbegriff der männermordenden Verwirrstifterung oder Verwirrstifterin, also wie auch immer man das deutet. Man hätte gedacht, bei dieser Aura dieser Frau wäre das ja die ideale Rolle. Aber das war nicht so. Es war eher immer eine Rolle, mit der sie gefremdelt hat. Und es gab ganz andere Rollen, die diese knabenhafte Weiblichkeit, diese Zwischenwelten, die sie entfacht hat, viel mehr trafen. Aber das ist eine interessante Sache, dass man eben manchmal ganz anders und auch in Klischee denkt und in Zusammenhängen, die sich nachher ganz andere Wendungen nehmen. Jetzt kommen wir zu diesem Gedicht von Albert Ehrenstein. Zürich. Ich muss mich selbst beneiden um mir entzunkene Zeit. Zerwölkt von Sehnsucht schmacht ich nach Pflaumen und Fleisch. Du spieltest mit dem alten Dornstrauch. Er blühte grimmig seinen Winterfrühling. Nun ruht die schwarze Katze dir am Herzen und ich bin eine vergessene Feder am Schreibtisch. Kleine Speise ward ich in deinen Zähnen, ein Ball, der stets in die Hand dir zurückfliegt. Es gibt viele dieser Gedichte, die sich auf Elisabeth Bergner beziehen von ihm. Ein kleiner Nachschlag noch zu Zürich, etwas, was auch erstaunlich ist. Zu der gleichen Zeit, als sie dort war, war da auch Caroline Blamauer. Sie kennen sie wahrscheinlich besser als Lotte Lenya. Sie war dort Statistin und Elisabeth Bergner war mit ihr in einer Garderobe und hat sehr schön von ihr gesprochen. Auch interessant, wie sich so biografische Lebenswege, für uns ist die Bergner, die Lenya, und damals war es eben noch in einem ganz anderen Geburtsprozess sozusagen, befangen. Als kleinen Nachklapp auf Zürich lesen wir Ihnen einen ganz kleinen Ausschnitt aus einem Interview, was sie 1928 gegeben hat und mit ihrer wohl auch sehr humoristischen Art, die sie gehabt haben muss, kann man sagen, man staunt über die Knappheit, mit der sie den ersten Teil ihres Lebens beschreibt. Geboren? Ja. Wann und wo? 22. August 1900. Wien. Stimmt nicht. Nähere Umstände? Ich hatte Vater und Mutter. Wie kamen Sie zur Bühne? Ich kam nicht, ich war schon immer dort. Haben Sie Vorstudium gehabt? Ja, mit 15 Jahren Konservatorium. Weiter nichts? Nein, denn mit 18 wurde ich nach Zürich engagiert. Weil Sie bei Ihrer Prüfungsvorstellung aufgefallen sind? Aber keine Idee. Ich durfte gar nicht auftreten. Nach Ansicht meiner Lehrer war ich dazu nicht genügend begabt. Sonderbar. Und in Zürich? Da hatte ich 125 Franken Gage monatlich und war Spezialistin für Hausangestellte. So kann man das auch sehen. Tatsächlich aber begannen dort auch neben kleineren Aufgaben, die Rollen hat sie angefangen zu spielen, für die sie in die Geschichte, kann man schon sagen, in die Theatergeschichte eingegangen ist. Sie blieb bis 1918 in Zürich und nach einer kurzen Zwischenstation in Berlin kam sie nach Wien und spielte an der Neuen Bühne. Das war eine künstlerisch relativ ergiebige Zeit. Und sie hat viel ausprobiert. Sie hat natürlich auch in ihrer Heimatstadt, so kann man Wien schon bezeichnen, nur ihr Geburtsjahr und der Geburtsort stimmte in diesem kurzen Interview nicht. Da hatte sie natürlich viele Verbindungen. Unter anderem hat sie auch eine sehr frühe Begegnung, also 1917 hat sie bereits Arthur Schnitzler kennengelernt. Wir werden noch später auf ihn zurückkommen. Er hat immer gewollt, dass sie auf der Bühne Stücke von ihm spielt, noch unbekannt als Dichter. Das hat nie geklappt, aber wir werden später zu einem Film kommen, wo er dann doch noch zum Zuge kam, sozusagen, mit ihrer Besetzung. Sie war in Wien und auch dort muss ich kurz von einem Desaster erzählen, was an Wien anknüpft, was in Zürich bereits begonnen hat. Ein Desaster, von dem ich anfangs erzählte, dass sich unglaublich fantastische Menschen unsterblich in sie verliebt haben und daran
ja, sie sind gescheitert an ihrer, an dem Bedürfnis, ihr näher zu kommen, sozusagen, in einem gewissen Sinne. In Zürich war das schon Wilhelm Lehmbruck. Wilhelm Lehmbruck war ja einer der bedeutendsten Bildhauer seiner Zeit. Er war in einer unglücklichen Ehe und hat von Elisabeth Bergner sozusagen die Erlösung erwartet. Er hat durch Albert Ehrenstein, ist die Verbindung auch zustande gekommen, er hat sie gemalt, er hat sie eine Skulptur oder Skulpturen von ihr geschaffen und sie hat im Modell gesessen und es muss eine sehr dichte und sehr künstlerisch animierte Atmosphäre gewesen sein. Aber er verliebte sich so in sie, dass er ihr nachgereist ist, dass er, als sie dann später abfuhr aus einem Ort, wo sie gemeinsam waren, sagte, wenn sie nicht zurückkommt, dann würde er sich umbringen. Und es war dramatisch und er hat sich 1919 umgebracht. Es ist auch da schwer zu sagen, deswegen war etwas so, weil. Sicher ist das eine Fülle von Gründen, die man nicht sich trauen darf, auf eines festzumachen. Aber richtig ist, dass er Elisabeth Bergner verzweifelt geliebt hat und dass es nicht gut ausgegangen ist. Und als sie dann in Wien war, begann diese Wunde gerade zu heilen. Aber da war schon wieder das nächste Drama da, nämlich Alexander Moissy. Gerade frisch verheiratet, das machte, irgendwie spielte das nicht so eine Rolle. Sie hat ihn verzaubert, er hat das Leben mit, er hat ihr den Himmel versprochen, er wollte mit ihr leben, er wollte mit ihr zusammen sein. Und auch da hat Elisabeth Bergner sich darauf nicht eingelassen, beziehungsweise es kam nicht zustande. Und sie hatte wohl eine geniale Art, ein Spiel mit Distanz und Nähe in den Raum zu werfen. Ja? Was ja nicht nur immer Berechnung bedeuten muss, sondern eher ein Schillern, ein Trampolinspringen im Leben, was vielleicht das eigentliche Lebensgefühl ausmacht. Es geht vielleicht gar nicht darum. Es geht vielleicht eher darum, Festlegungen zu vermeiden. In dieser Art. Wer weiß, man weiß es nicht. Jedenfalls mit Moissy war dann auch Sense, um es mal salopp zu sagen. Also hat gesagt, du darfst nie wieder meinen Weg kreuzen. Das war das nächste Drama. Und das führte dazu, dass Elisabeth Bergner mit den Nerven auch so fertig war, dass sie auch das Wien-Engagement wieder in einer, heute ist Steinhof in Wien, das ist die Irrenanstalt von Wien. Und dort hat sie sich, also man könnte auch etwas freundlicher sagen, psychiatrische Heilanstalt. Sie hat sich da jedenfalls ein paar Wochen aufgehalten, um sich von dem nächsten Drama zu erholen. Also diese zur sexuellen Orientierung noch zu sagen, es gab auch immer wieder Frauen, die eine große Rolle in ihrem Leben spielten. Mit einer hat sie auch viele Jahre zusammengelebt, aber mehr möchte ich dazu gar nicht sagen und mehr ist dazu auch nicht zu sagen. Es ist eben vieles in der Welt möglich. Danach kam München. Und München war insofern eine ganz entscheidende Stadt. Sie kam zu Otto Falkenberg und sie hat zum ersten Mal eigentlich einen Regisseur erlebt, einen anderen Regietyp, der sie wirklich gefordert hat. Sie muss ganz früh ein eigener schauspielerischer Kosmos gewesen sein. Und wenn sie keinen starken Regisseur hatte, der sie sozusagen auf neue Wege mit ihr selber führte, dann hatte sie einen Schutz durch ihr eigenes Fertigsein, in Anführungsstrichen. Aber jetzt kam Otto Falkenberg. Und Otto Falkenberg hat sie sehr gefordert und sie hat Sachen in der Arbeitsweise kennengelernt, die ihr früher nicht vertraut waren und die sie an einen ganz anderen künstlerischen Punkt gebracht haben. Sie war ungefähr ein Jahr in München. Unter anderem hat sie auch, aber am Residenztheater, in der Uraufführung des Schwierigen von Hofmannsthal gespielt. Also eine künstlerisch sehr, sehr wichtige Zeit. In München passierte auch etwas ganz Wichtiges. Die Begegnung mit Alexander Granach. Und Alexander Granach hat für mich die schönsten Schauspielerinnerungen, die schönsten Erinnerungen eines Schauspielers geschrieben, da geht ein Mensch. Er war hier in der zweiten Folge der Berliner Porträtgalerie Mittelpunkt. Und das ist eine Lebensfreundschaft geblieben, die leider durch Granachs recht frühen Tod endete. Und aus dieser wunderbaren Biografie liest Judith Rosmeier jetzt einen Ausschnitt. Im Hamlet sah ich zum ersten Mal ein kleines, junges, zartes Mädchen, die Ophelia spielen. Man wusste eigentlich nicht recht, was da am Aussehen dieses Wesens beherrschend war. Ein braun-rötlicher Kopf Haare,
Wild, nicht zurechtgemacht, aber zugleich eine klare, gewölbte, hohe Denkerstirn, die eine große Ruhe verkündete. Und dann zwei große, warme, dunkelbraune, ahnende, fragende und erzählende Augen. Diese Augen verstehen jede noch so unausgesprochene Andeutung. Dann ein fester, kleiner, halbrunder Mund, wie ein Halbmond, Halbmondmund. Wenn er sich leise kräuselnd öffnet, kommt noch lange kein Laut. Erst hängt man an ihm mit den Blicken, gespannt und lauscht aufmerksam, und dann sagen die Augen was, und dann kommt eine zögernde Handbewegung, von den Schultern hemmend zurückgehalten, dann werden langsam von diesem Halbmondmund Worte geboren. Dunkel gefärbte, reife Worte. Und unabänderlich bestimmt sind diese Worte. Und dann erscheint in diesen vieldeutigen Augen wieder ein lustiges Schimmern und Leuchten, das ein Gemisch ist zwischen Leichtsinn und Schwersinn, zwischen Lobgesang und Lachgesang. Wie das Dankgebet eines ganz Frommen nach einer Genesung, nach einem Wundererlebnis. Dieses kleine Mädchen erinnerte mich an Rifkele, meine erste Liebe, aber aus einer ganz anderen Welt. Einer Welt, der ich erst zustrebte, in der sie aber schon zu Hause war. In der Wahnsinnsszene kommt dieses Ophelia-Kind freundlich und leise auf die Bühne, lächelt in sich hinein und die großen Augen sind mit Wasser gefüllt. In dem linken Arm hält sie, vorsichtig wie ein Kind, einen bunten Strauß und verteilt zaghaft mit der rechten Hand die Feldblumen. Sie hat aber in Wirklichkeit keinen Strauß, keine Blumen. Sie verteilt mit leeren Händen aus dem leeren Arm Nicht-Blumen aus diesem Nicht-Strauß. Es hat aber niemals auf der Welt farbigere, duftendere Blumen gegeben. Zuschauer und Mitspieler halten den Atem zurück vor diesem süßen Wahnsinn, vor diesem poetischen Shakespeare-Kind, vor dieser Anfängerin. Sie heißt Elisabeth Bergner. Ja, das ist auf wunderbare Weise beschrieben, was ich vorhin erzählt habe. Nach München kommt Berlin. Ein Jahr hat sie im Wechsel gespielt und jetzt beginnt die Zeit ihres Lebens, die vielleicht der Nachwelt möglich gemacht hat, mit dieser Eindrücklichkeit diesen Namen bis heute weiterzutragen. Es muss ein Rausch gewesen sein, in dem sich Berlin befand, wenn sie auf der Bühne stand. Sie hat Rollen gespielt wie Fräulein Julie, die Kameliendame, immer wieder die Rosalinde, ein Jux will er sich machen. Und interessant ist auch für den heutigen Theaterbesucher etwas verwirrend. Die Theatersituation damals in Berlin war ja eine vielfältige. Zum Teil stimmen die Bezeichnungen der Theater nicht mehr überein, zum Teil gibt es die Theater gar nicht mehr, aber es war absolut üblich, dass die Schauspieler an mehreren Häusern auch gleichzeitig spielten. Also sie spielte viel am Lessing-Theater und später natürlich am Deutschen Theater. Es war, kann man so sagen, der Höhepunkt ihres künstlerischen Schaffens und ihrer Zauberkraft, die sie in die Stadt geschickt hat. Bevor ich Ihnen da weitererzähle, möchte ich einen kleinen literarischen Ausflug in Judiths Hände legen. Und zwar auch das bezeichnend für ihre Besonderheit, für ihre Strahlkraft. Klaus Mann hat 1936 seinen Roman Mephisto geschrieben. Und unter anderem war Gustav Gründgens, Henrik Höfken in dem Roman, der zeitweilige Schwiegersohn von Thomas Mann, der Mann von Erika Mann. Es geht, Sie werden sicher diesen Roman kennen, es geht um die Fragwürdigkeit des Opportunismus von dieser Person und das ist ein extra Thema. Nur um Ihnen den Einstieg ein bisschen zu erleichtern, falls Sie den Roman jetzt nicht so präsent haben. Die drei Figuren, die in diesem Roman vorkommen, ist Dora Martin, ist Elisabeth Bergner, Henrik Höfken, Gustav Gründgens und der Professor Max Reinhardt. Das Wiener Publikum war begeistert von Dora Martin.
die in der berühmten Posse abwechselnd als zartes Mädchen und als Schusterbub auf die Bühne kam. Sie verführte mit den rätselhaften, weit geöffneten Kinderaugen, mit den girrenden und heiteren Tönen ihrer Stimme. Sie zerdehnte eigensinnig die Vokale, steckte den Kopf zwischen die Schultern und bewegte sich auf eine Art, die zugleich zauberhaft schwerelos und befangen schien. Halb einem eckig mageren 13-jährigen Jungen ähnlich, halb einer lieblich scheuen Elfe sprang und flatterte, schwebte und schlenderte sie über die Szene. Ihr Erfolg war so groß, dass kein anderer neben ihr aufkommen konnte. Die Zeitungskritiken, lange Hymnen auf ihre Genie, erwähnten ihre Partner nur flüchtig. Hendrik aber, der einen geckenhaft grotesken Kavalier zu geben hatte, wurde sogar getadelt. Man warf ihm Übertreibungen und Manieriertheit vor. »Sie sind reingefallen, mein Lieber«, girrte die Martin und winkte ihm tückisch mit den Zeitungsausschnitten. »Das ist ein richtiger Misserfolg. Tut mir so leid, wirklich. Aber Sie sind ja auch miserabel in der Rolle«, sagte sie beinahe zärtlich. »Natürlich merke ich trotzdem, dass Sie enorm viel Talent haben. Ich werde dem Professor sagen, dass er Sie in Berlin spielen lassen muss.« Schon am nächsten Tage wurde Höfgen zum Professor befohlen. Der große Mann betrachtete ihn aus seinen versonnen und dabei scharfen Augen und sagte schließlich: »Sie haben Freunde, Herr Höfgen. Einige Leute, die etwas vom Theater verstehen, weisen mich auf Sie hin. Dieser Marder zum Beispiel. Auch Ihr Herr Schwiegervater, der Geheimrat, hat mir von Ihnen gesprochen, als ich ihn neulich beim Kultusminister getroffen habe. Und nun auch noch Dora Martin.« Der nachdenkliche und kalte, zugleich verhangene und durchdringende Blick dieses fleischigen, untersetzten Herrn war nicht leicht zu ertragen. »Na, man könnte es ja mal mit Ihnen versuchen.« Höfgen war freudig aufgefahren. Der Professor winkte ernüchternd ab. »Erwarten Sie sich nicht zu viel«, sagte er ernst und prüfte Hendrik immer noch kalt mit den Augen. »Es ist kein großes Engagement, was ich Ihnen anbieten will. In der Rolle, die Sie hier spielen, wirken Sie gar nicht drollig, sondern ziemlich miserabel. Die Details können Sie mit Katz besprechen. Ich werde ihn instruieren.« Hendrik akzeptierte anstaltslos einen Vertrag und schickte einen großen Strauß gelber Rosen an Dora Martin, den schönen Blumen, die er vom Hotelportier hatte bezahlen lassen, legte er einen Zettel bei, auf den er in großen, pathetisch eckigen Buchstaben das Wort »Danke« schrieb. In sehr animierter Stimmung fuhr er abends ins Theater. Er ließ sich in Dora Martins Garderobe melden, aber die Kammerfrau bedeutete ihm, dass ihre Herrin die Visite des Professors habe. »Ich habe Ihnen also diesen sonderbaren Gefallen getan«, sagte der Professor und schaute sinnend auf Dora Martins Schultern, deren Magerkeit der Frisiermantel bedeckte. »Dieser Bursche ist engagiert, dieser, wie heißt er noch?« »Höfgen«, lachte die Martin. »Hendrik Höfgen. Sie werden sich den Namen schon noch merken, mein Lieber.« »Er gefällt mir nicht. Ein Komödiant.« »Seit wann haben Sie etwas gegen Komödianten?« Die Martin zeigte lächelnd ihre Zähne. »Nur gegen schlechte Komödianten habe ich etwas.« Der Professor schien ärgerlich. »Gegen Provinzkomödianten«, sagte er böse. Die Martin war plötzlich ernst geworden. Ihr Blick verdunkelte sich unter der hohen Stirn. »Er interessiert mich«, sagte sie leise. »Er ist ganz gewissenlos.« Sie lächelte zärtlich. »Ein ganz schlechter Mensch.« Sie dehnte sich beinahe wollüstig. Dabei ließ sie das kindliche, gescheite Haupt in den Nacken sinken. »Wir könnten Überraschungen mit ihm überleben«, sagte sie schwärmerisch zur Decke hinauf. Eine Sekunde später erhob sie sich hastig und scheuchte den Professor mit flatternden kleinen Gebärden zur Tür. »Es ist höchste Zeit«, machte sie lachend. »Hinaus, schnell hinaus mit Ihnen. Ich muss mir meine Perücke aufsetzen.« Der Professor, schon zum Ausgang gedrängt, fragte noch: »Darf man denn das nicht sehen, wie Sie Ihre Perücke aufsetzen?« »Nicht einmal das?« fragte er und bekam gierige Augen.
Nein, nein, ausgeschlossen. Die Martin schüttelte sich vor Entsetzen. Das kommt gar nicht in Frage. Mein Frisiermantel könnte mir von den Schultern rutschen. Dabei hüllte sie sich enger in das bunte Tuch. Die Stimme des Professors klang sehr gepresst, als er »Schade« sagte. Während der berühmte Hexenmeister, den fast alle Frauen seiner Umgebung durch ein gar zu eifriges Entgegenkommen langweilten, die Garderobe verließ, hatte er ein Gefühl, als würde sich Dora Martin kaum allein gelassen hinter seinem Rücken in eine Nixe verwandeln, in einen Kobold oder in ein anderes Geschöpf, welches so fremdartig war, dass niemand auch nur seinen Namen wusste. Die raffinierte und wunderliche Keuschheit der großen Schauspielerin hatte den Professor so nachdenklich gestimmt, dass er den kostümierten Gesellen zunächst gar nicht erkannte, der lächelnd einen bunten Federhut vor ihm zog. Erst nachträglich fiel ihm ein, dass es dieser Höfgen gewesen war, der ihn da mit einer so devoten Kokerie begrüßt hatte. Eine beeindruckende literarische Spur. Ja, Max Reinhardt, der Professor. Dreimal hat Elisabeth Bergner mit ihm gearbeitet in Berlin. Einmal 1924, die Uraufführung von, deutsche Uraufführung von, oder Erstaufführung von der Heiligen Johanna von George Bernard Shaw. Ein Riesenerfolg. Dann 1925 den Kreidekreis von Klabund. Und 1928 Romeo und Julia, ein Fiasko, ein absoluter Misserfolg. Also auch interessant finde ich, wenn man diese Konstellation von zwei solchen Sternen dieses Berufes sieht, es bedarf vieler Komponenten, damit etwas wirklich fliegt. Max Reinhardt musste sich an was gewöhnen. Elisabeth Bergner hat auf den Proben nur markiert. Also sie hat so leise gesprochen, dass ihre Partner sie fast nicht verstanden und sie vollkommen auch oft irritiert waren, wann das Stichwort kam und so weiter. Sie hatte eine Probenangst und sie hatte eine Scheu, sich auf Proben zu veräußern, sondern erst in dem Moment, wo das Publikum dazu kam, ist sie zu ihrer Blüte gekommen. Erst später, 1929, hat sie zum ersten Mal mit Heinz Hilper zusammengearbeitet und der sagte aufgrund ihrer Art zu proben, jetzt hör auf mit dem Quatsch. Und das hat bei ihr irgendwie etwas gelöst an Angst. Aber Max Reinhardt hat das akzeptiert. Max Reinhardt hat auch akzeptiert, dass sie erst am Premierentag ihre Perücke aufsetzte. Sie probierte immer bis zur Generalprobe mit ihren eigenen Haaren. Ja, wie auch immer, Rituale gehören dazu und sie hatte eben ihre ganz eigenen. Aber sie war jemand, den man auf diese Art auch nehmen musste und das akzeptieren musste. Aber das tat natürlich auch Reinhardt, wissend, was er da an seiner Seite oder in seiner Inszenierung hatte. Sie hat in Fräulein Julie mit Heinrich George gespielt. Und Sie sehen schon, ob dünn, ob groß, ob klein, ob Mann, ob Frau, alle sind ihr verfallen. Auch dieser Koloss von Mann, Heinrich George. Und er ist sogar einmal, als sie im Hotel Adlon wohnte, bis zur ersten Etage an der Wand hochgeklettert, um irgendwie zu ihr zu gelangen. Aber auch das, ich weiß nicht genau, ob sie ihn irgendwie freundschaftlich dann reingelassen hat ins Zimmer oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kann man sich vorstellen, dass er schon einiges auf sich genommen hat, auch im Sinne des Gewichtes, um da diese Etage hochzukommen. Also, Berlin. Noch etwas, was wichtig war in Berlin. 1923 wurde das sogenannte Schauspielertheater gegründet, unter anderem von George, von Granach, von Elisabeth Bergner. Und das war so eine Art Gegenentwurf, dass man dort eine künstlerische Freiheit hatte, Stücke machte, in einer Kombination arbeiten konnte, die wirklich diesem künstlerischen Gedanken verpflichtet waren. Es hielt nicht sehr lange, aber wenn man sich vorstellt, welche Menschen daran beteiligt waren und mit welcher unglaublichen Energie neben dem ganzen anderen Theater beschäftigt sein in den Theatern und im Film und so weiter, dass das möglich war, das zeugt von diesem Brennen und von dieser Unbedingtheit dieser ganzen Leute. Eine wunderbare, nur zeitliche Randerscheinung dieser Zeit. Wir sind jetzt in den 20er Jahren und da beginnt auch ihre Filmarbeit. Eine natürlich entscheidende Begegnung ist 1923 die mit ihrem späteren Mann, Paul Zinner. Und er ist auch derjenige, der sie zum Drehen überredet. Sie hat immer als Zuhause ihr Theater betrachtet, aber sie brauchte auch Geld.
Und sie fand das verlockend, einmal für Dinge, die sie sich gerne selber leisten wollte. Aber sie war immer, so sagen alle, hilfsbereit in einem unglaublichen Maße. Sie hat Leute unterstützt finanziell in Deutschland, in England, in Amerika. Und auch dafür brauchte sie Geld. Und ihre Viola Bossart, die Frau, mit der sie seit 22 in einem gemeinsamen Haus lebte in Berlin, da brauchte sie auch Geld, weil die krank war. Und wie gesagt, diese Filmarbeit begann und sie hatte aber Scheu vor dem Medium. Und Judith Rosmeier wird Ihnen jetzt einen Ausschnitt aus ihrer eigenen Biografie lesen, bewundert viel und viel gescholten, in der sie ja, über diese Zeit und über die Berührung mit dem Film erzählt. Jetzt kommt die Geschichte meines ersten Autos. Banowski war mir schon eine Zeit lang mit der Idee nachgelaufen, ich solle die Viola spielen in Was ihr wollt. Ich sagte immer nein. Wie es euch gefällt und die Rosalinde waren so über alle Erwartungen gut ausgefallen, die Presse war in Verse ausgebrochen. Ich fand es trivial, so schnell wieder eine Hosenrolle zu spielen. Außerdem war die Viola keine Rosalinde. Solche Gespräche waren also schon ziemlich lange zwischen uns gang und gäbe. Und jetzt kam ein typischer Banowski-Trick. Eines Tages sagte er, hör mal, dir gefällt doch mein Audi so gut. Also wenn du die Viola spielst, kriegst du meinen Audi. Das war Tells Geschoss. Ich war auto-crazy. Meine halbe Gage ging auf Taxis, schon in Zürich und noch immer. Autos waren noch etwas ganz Neues. Banowski war einer der ersten gewesen, die ein Privatauto hatten, einen dunkelblauen Audi. Ich war schon einige Male darin gefahren und konnte nie aufhören zu grinsen, wenn ich darin saß. Er hatte das beobachtet und jetzt ging ich in die Falle und spielte die Viola. Es war eine moralische Niederlage in meinen Augen und es wurde sogar ein Erfolg. Und Banowski war sehr zufrieden. Ich gar nicht. Aber wenn ich im Folgenden meine Gage erhielt, wurde mir jeden Monat eine Riesensumme abgezogen. Für den Audi. Und als ich Banowski fragte, wie das käme, sie sagten doch, ich würde den Audi bekommen, wenn ich die Viola spiele. Da sagte er, aber Kind, ich meinte doch nicht umsonst. Aber Kind, das kann doch nicht dein Ernst sein. Also, ich fand das zwar sehr tricky, sagte aber nichts, denn im Grunde war mir das viel lieber so. Aber bald stellte sich eine ganz neue Komplikation heraus. Ich hatte jetzt ein Auto sozusagen auf Abzahlung gekauft, aber ich hatte keinen Chauffeur, es zu fahren. Ich konnte nicht fahren. Viele Selbstfahrer gab es überhaupt noch nicht. Ein neuer Standard wurde verlangt. Viel mehr Gage musste verdient werden, eine Tournee und die meisten Strecken im eigenen Auto mit Chauffeur. Aber das Geld hatte Schwindsucht damals. Für die Gage, die ich heute bekam, konnte ich morgen kein Pfund Butter kaufen. Es war Inflation in Deutschland. Audi und Chauffeur waren leicht und schnell wieder gestrichen. Aber das war noch keine Antwort auf die Papiermark gegenüber den so konkreten Schweizer Franken. In dieser Ratlosigkeit erschien Dr. Paul Sinner. Er könne mir einen Film vorschlagen nach dem Stück Jew von Ossip Dimov. Das Filmskript sei fertig, die Finanzierung sei gespeichert, gesichert. Könnten Sie mich in Dollar bezahlen, fragte ich. Da war eine Pause am Telefon. Dann sagte er, diese Frage könne er erst morgen beantworten. Morgen rief er an und sagte, ja, er könne mich in Dollar bezahlen. Einen Dollar-Vorschuss könnte er mir auch verschaffen. Am selben Tag kam auch das Skript von Ndju, das mir ausgezeichnet gefiel. Chinna kam, um die Besetzung mit mir zu besprechen und sagte, Sie können sich aussuchen, wen Sie wollen für die beiden Männerrollen. Fantastisch. Ich suchte mir sofort Emil Jannings und Konrad Veit aus. Er sagte, er werde sein Allermöglichstes tun. Sinner wurde mir immer sympathischer. Jetzt ging er, um Jannings und Veit zu erlegen, wie er sagte. Zuerst also stellte sich heraus, dass Emil Jannings in Rom war, mit einem großen Kostümfilm, ich glaube, es war Quo Vadis. Sinner fuhr also nach Rom. Jannings las das Skript, fand es ausgezeichnet und verlangte auch Dollars.
Er fand Veit eine erstklassige Besetzung, hatte aber ernste Bedenken wegen E.B. Mensch, sagte er zu Sinner, die Kleine mag ja begabt sein auf dem Theater, aber sie hat ja noch nie gefilmt. So etwas kostet unnötig viel Zeit und Geld. Sinner beruhigte ihn und erzählte ihm, dass der Vertrag mit EB bereits abgeschlossen war. Da sagte er nur noch, na schön, schließlich deine Sache. Aber gestarrt wird sie nicht vor mir. Ich muss als Erster in aller Reklame genannt sein. Das mache ich zur Bedingung. Sinner sagte ihm alles zu, fuhr wieder zurück nach Berlin und ging schnurstracks zu Veit. Er hatte inzwischen das Skript auch gelesen und fand es ausgezeichnet, fand aber auch die Besetzung mit E.B. sehr gewagt. Man wird ja sehen, sagte er, aber eines steht fest, die Kleine wird nicht vor mir genannt. Die Reklame darf nicht auf sie gemacht werden. Wenn du Emil vor mir nennst, das versteht sich. Aber die Kleine, nein, das musst du einsehen. Das muss in den Vertrag, das geht nicht. Sinner versprach auch ihm, was er wollte und dankte Gott, dass es nicht mehr Personen gab in diesem Film. Damals war das sehr wichtig im Film, wie groß ein Name gedruckt wurde und an welcher Stelle. Viele Jahre später erzählte mir Sinner das Ende dieser Vorverhandlungen zum Jew-Film. Er hatte also Jannings und Veit Star-Billing zugesagt, ohne zu ahnen, was ich dazu sagen würde. Er erzählte mir, er hätte seit seiner Kindheit nicht so inbrünstig gebetet wie vor seinem nächsten Besuch bei mir. Ich bringe Ihnen hier Jannings und Veit, wie Sie sich's gewünscht hatten. Sind Sie jetzt zufrieden? Ich war wirklich sehr gerührt und begann ganz vorsichtig, ihn meiner Dankbarkeit zu versichern. Aber schließlich brachte ich doch den Mut auf, zu sagen, was mir noch auf dem Herzen lag. Jetzt hätte ich nur noch eine ganz, ganz kleine Bedingung oder eher eine Bitte. Wenn Sie mir noch eine Bitte erlauben können, nicht wissend, was in ihm vorging und wovor er zitterte, begann ich ihm zu erklären, was für einen guten Namen ich mir in den letzten 2 Jahren im Theater erarbeitet hätte und wie die ganze Welt nur darauf wartete, wie ich mich jetzt weiterentwickeln würde und wie alle Augen nur auf mich gerichtet wären und wie lebensgefährlich es für mich wäre, jetzt einen Film zu machen. Es könnte doch passieren, dass ich gar nicht gut wäre in dem Film und dass man doch gar nicht wissen könne, ob ich überhaupt filmisch zu gebrauchen sei. Und er habe doch die 2 größten Starnamen und jeder einzelne von den beiden genüge doch, einen Film alleine zu tragen. Und er habe doch beide. Und könnte er nicht meinen Namen zunächst verschweigen? Das heißt, es brauchte doch eigentlich vorläufig niemand zu wissen, dass ich überhaupt mitspielte. Damals waren die Zeitungen noch nicht so up-to-date in allem wie heute. Man konnte sich wirklich vorstellen, dass ein Name geheim zu halten war. Und wenn der Film ein Erfolg und ich für gut befunden würde, dann könnte man ja noch immer genug Reklame machen mit meinem Namen. Nur vorläufig sollte man möglichst meinen Namen verschwinden lassen. Er ließ mich lange auf eine Antwort warten. Schließlich stand er auf und ging ans Fenster und schaute hinaus mit dem Rücken zu mir. Ziemlich lange stand er so. Dann sagte er, bitte machen Sie sich gar keine Sorgen, überlassen Sie alles mir. Damit ging er. Viel, viel später fragte ich ihn, was er damals gedacht habe, als er so lange zum Fenster hinaussah. Da sagte er, gebetet hab ich, lieber Gott, gib mir die Frau. Jetzt kamen die Probeaufnahmen. Ich hatte noch nie eine Probeaufnahme gemacht. Ich wurde geschminkt und musste einige Szenen ganz allein ohne Partner spielen und wurde durch dunkle Gläser beäugt und durch Apparaturen beobachtet und beleuchtet. Von allen Seiten. Es war das Grässlichste, was ich jemals auszuhalten hatte. Ich weiß nicht mehr, wie ich nach Hause kam. Ich hasste den Film. Ich hatte alles Vertrauen in mich selbst verloren. 2 oder 3 Tage später rief Sinner an und fragte, ob ich nicht die Probeaufnahmen ansehen wollte. Muss ich? Fragte ich. Er sagte, nein, keineswegs, aber es wäre doch eine große Hilfe.
Probeaufnahmen seien doch dazu da, dass man kleine Fehler sehen und korrigieren könne. Also schön, ich komme. Er führte mich in einen Vorführraum. Zwei Kameramänner saßen mit ihm. Ich saß allein ein paar Reihen hinter ihnen. Wir hatten besprochen, Sinna würde mich nachher nach Hause bringen und alles Weitere mit mir besprechen. Als es nach der Vorführung wieder hell wurde, war ich längst nicht mehr dort. Ich war längst zu Hause. Ich ließ mich auch nicht mehr telefonisch sprechen. Es war das Ende. Was ich gesehen hatte, war das Ende. Ich schielte, ich wackelte, mein Mund reichte von Ohr zu Ohr, meine Zähne waren gelb, nein, nicht gelb, braun. Meine Augendeckel klapperten auf und zu, wie bei einer Gliederpuppe, nur viel schneller. Meine Arme bewegten sich wie Dreschwegel. Es war das Ende. Sinna rief am nächsten Tag wieder an und wollte kommen. Ich sagte, nein, bitte nicht kommen, außer Sie versprechen mir ehrenwörtlich, mir nicht zu erzählen, alles sei gut und schön. Er kam und ich erklärte ihm, ich könne den Film unmöglich machen unter gar keinen Umständen. Aber Sie haben doch einen Vertrag unterschrieben. Ja, ich weiß alles. Auch die Kosten und den Vorschuss und die Mühe und die Mühe und die Mühe. Aber ich kann nicht. Ich werde Ihnen jeden Pfennig zurückzahlen, ich verspreche es. Und wenn ich bis an mein Lebensende nur auf Tourneen gehen muss, dabei verdient man viel schneller und viel mehr. Er ging sehr böse fort. 2 Stunden später kam Sinna zurück mit Jannings und Veit und ließ die beiden mich bearbeiten und bedrohen, bis sie mich klein kriegten. Und so begann Nju. Sonst weiß ich nur noch zu erzählen, dass sich alle, Sinna inklusive, enorm wunderten, dass ich nie den geringsten Versuch machte, eine Vorführung zu sehen. Er war der Erstaunteste, als ich sein Angebot, mir zu zeigen, was ich sehen wollte, dankend ablehnte. Und so blieb es bis heute. Ich habe keinen meiner Filme jemals gesehen. Ja, soweit der Beginn Ihrer Arbeit für den Film, der Beginn auch Ihrer Beziehung zu Paul Sinna. Es folgte dann in Berlin, oder die Drehorte waren auch Paris und andere Orte, aber es begann eine wichtige Filme, die sie gedreht hat, Ariane oder Der lächelnde Mund und etliche andere Geschichten und unter anderem auch den Stummfilm Fräulein Else nach einer Novelle von Arthur Schnitzler. Und es blieb eine schöne Verbindung zwischen den beiden und wenigstens in dem Medium Film ist Schnitzler es vergönnt worden, dass Elisabeth Bergner eine Rolle von ihm verkörperte. Es gab eine legendäre oder eine sehr wichtige Lesung, die sie 1926 zusammen gemacht haben. Elisabeth Bergner las aus Fräulein Else und er aus Leutnant Gustl. Und es gibt wunderbare Fotos von 1931, wo die beiden lachend in einem Garten sitzen und die müssen unheimlich viel zusammen gelacht haben. Also eine sehr schöne und natürlich sehr wichtige Freundschaft. Ja, wir gehen jetzt der Katastrophe entgegen. Wir gehen der Katastrophe des Zweiten Weltkrieges entgegen, beziehungsweise der Nazizeit. Und es gibt eine Aufführung, die für mich wie eine Schnittstelle ist oder eine Veranstaltung. Sie sehen schon Elisabeth Bergner, man könnte eigentlich 3 Abende machen über sie. Also ich werde versuchen, das zu raffen, damit wir nicht ausufern. Aber es gibt eine Aufführung anlässlich des 70. Geburtstages von Gerhard Hauptmann, wo Elisabeth Bergner mit Werner Krauss spielte und Gabriel Schillings Flucht. Und in dieser Aufführung 1932 befanden sich bereits recht viele Nazi-Größen. Aber es war noch so between, man wusste noch nicht genau und Elisabeth Bergner hat es auch noch nicht genau registriert, wie brisant die Lage ist. Und der wunderbare Hans Otto, nachdem das Theater in Potsdam benannt ist, Hans Otto Theater, kam nach dieser Vorstellung in ihre Garderobe und sagte, hau ab, hau ab. Also er selber ist Opfer der Nazis geworden, 1933 umgebracht worden und sie registrierte nur sehr langsam, in welcher Situation sie und andere, sie als Jüdin und viele andere, sich überhaupt befanden. Und ich finde diese Vorstellung so eine Schnittstelle. Es ist noch eine Huldigung an einen Dichter
Und es ist gleichzeitig die Vermischung mit politischer Macht, die die Kunst abwirkt. Ja? Also das ist so, anhand einer Veranstaltung kann man die Zeiten so gut definieren oder die Zeitenwende. Sie hatte jetzt insofern Glück, als dass Filmarbeiten anstanden in London. Und sie nicht in panischer Flucht das Land verlassen musste, sondern sie ging zu Filmarbeiten im November 32 nach London, wo bereits Paul Zinner auf sie wartete. Und sie kehrte nicht mehr zurück. Wir wissen, dass viele andere Leute, viele andere Kollegen entweder mit dem Tode bezahlt haben, auf jeden Fall mit einem Exil, was sie nicht mehr in eine Situation brachte, wo sie künstlerischen Boden unter den Füßen bekamen. Das war bei Elisabeth Bergner anders. Sie hat erstmal in einem rasenden Tempo ein gutes Englisch gelernt. Sie hatte eine fantastische Lehrerin, Florence Friedman. Und sie hat eine Karriere gemacht, die sich fast nahtlos fortsetzte. Sie hatte einen großen Erfolg mit Escape Me Never im Theater und später auch ist das verfilmt worden. Sie hat gefilmt, sie hat gespielt und wurde auch dort in London lange Zeit bejubelt. Also eine Exilbiografie, die ja etwas anders verlief als viele der anderen Biografien, über die ich hier gesprochen habe. Sie hat von Anfang an sich für andere eingesetzt. Sie hat versucht, Leuten, sie selber hat relativ leicht durch Beziehungen Papiere bekommen und dann auch die Staatsbürgerschaft, die britische. Aber sie hat vielen versucht zu helfen, aus Deutschland rauszukommen, mit Geld zu unterstützen, Papiere zu besorgen. Das hat sie immer gemacht und dafür hat sie auch so viel unter anderem gearbeitet, um diese Hilfestellung leisten zu können. Eine kleine Geschichte nur noch zum Abschluss der Londoner Zeit, beziehungsweise dieser Nazi-Geschichte. Es war also diese Exilfrage, wie verhält man sich? Sie hat mit Werner Krauss, wie gesagt, gespielt und er hat sie besucht und dann hat sie gesagt, du, man hat gehört, dass du mit den Nazis so dich lieb Kind machst und dass du dich da so komisch verhältst und so weiter. Und es gab einen Disput auf einem Ruderboot, sie haben einen Ausflug gemacht und sie hat angefangen, mit dem Boot zu kippeln, damit er reinfallen soll ins Wasser. Also sie war richtig, sie hatte nur vergessen, dass sie selber nicht schwimmen kann. Das wurde dann später ihr gesagt. Er ist auch nicht wirklich reingefallen, aber sie hatten lange Zeit große Spannung. Das hat sich dann wieder verändert. Aber ich wollte nur sagen, dass das ging in ganz persönliche Beziehungen und auch Unverständnis, wie mancher Weg verlaufen ist. Ja? So, in England, wie gesagt, ein großer Erfolg. Und das dauerte so lange, ihre Möglichkeit zu arbeiten, gut zu arbeiten, Einfluss zu haben, sich in tollen Gesellschaft künstlerisch zu befinden, bis der Krieg ausbrach. Und als der Krieg ausbrach, war sie Enemy Alien, das heißt also ein Feind. Sie galt als ausländischer Feind und alle ihre Rechte waren weg. Also sie musste sich bei der Polizei melden, sie konnte nicht mehr ihre Freunde unterstützen, ihre Flügel waren absolut gestutzt. Und wieder nutzte sie eine Gelegenheit, es waren Dreharbeiten in Kanada und in Amerika und sie nutzte wieder die Gelegenheit und kam nicht zurück. Sie wollte nicht zurück. Ihr Mann Paul Zinner war, dem ist das wahnsinnig schwer gefallen, diesen Entschluss mitzutragen, ist aber im letzten Moment gekommen und so waren sie dann in Amerika. England hat ihr das unglaublich übel genommen, noch Jahre später, weil man gesagt hat, man hat sie mit offenen Armen aufgenommen und sie verlässt das Land in so einer Situation. Aber sie hat es getan und sie hatte wahrscheinlich auch ihre Gründe. In Amerika war die Situation ganz anders. In Amerika traf sie auf der einen Seite natürlich Freunde wie Marlene Dietrich, sie traf die ganzen Exilanten von Leon Feuchtwanger über Brecht bis Werfel und alle, die dort Thomas Mann, bei Vicky Baum lernte sie 1940 Thomas Mann kennen, also eine Fülle von Künstlern, die das Land aus den gleichen Gründen verlassen mussten. Aber sie ist nie mehr, die Situation war eine komplett andere. Sie musste sich in die Schlange stellen, derer die Arbeit erhofften zu bekommen. Also das war auch eine nicht einfache Erfahrung. Sie ist dann 1942 weggegangen von Hollywood und hat in New York Theater gespielt. Damit hatte sie auch recht großen Erfolg und ist damit sozusagen über die Runden gekommen.
Eine kleine Begebenheit, die auch neben dem Moreno aus ihrer Jugend einer der prägenden Menschen ihres Lebens wurde, war Albert Einstein. Sie hat ihn getroffen 1926 in Princeton auf einer Theatertournee und die haben sich blendend verstanden. Und ein Satz von ihm, den er ihr gesagt hat aufgrund einer Rolle, die bevorstand oder so, ja, fürchten darfst du dich nicht. Das war ein Satz, den sie ins Gepäck gepackt hat und bis zu ihrem Lebensende mit sich rumgetragen hat. Denn diesen Satz kann man bekanntlich für viele Lebenssituationen gebrauchen. Also eine sehr, sehr schöne Begegnung. Ganz kurz noch, dann geht es aber auch schnell dem nächsten längeren Text entgegen. Der Abschied von England war folgendermaßen oder in 1938 noch etwas passiert, denn eine weitere Begegnung, die sehr wichtig in ihrem Leben war, war die mit George Bernard Shaw. Und er hatte sie dann in London endlich auf der Bühne live gesehen. Und beim Malvern Festival, was George Shaw gewidmet war, spielte sie die Johanna. Auf Englisch, was schwierig war, weil sie hatte sie auf Deutsch gespielt, andere Striche, andere Sprache. Es war irgendwie eine Wahnsinnspremiere mit unglaublich vielen Pannen. Trotzdem hat das Publikum sie gefeiert. Und sie sagte es gab Nachmittagsvorstellung, Abendvorstellung. Sie sagte zu Shaw, sie dachte, er kommt in eine Abendvorstellung. Aber er kam in eine Nachmittagsvorstellung. Und damit sie sich das ein bisschen kommoder macht und noch Kräfte spart für die Abendvorstellung, hatte sie ziemlich gestrichen. Also sie hatte irgendwie ganz viele Teile einfach ausgelassen, damit sie dachte, sie kann das irgendwie schaffen. Und in der Vorstellung war er. Und in einer solchen Nachmittagsvorstellung, das führte zu einem Desaster. Also das für lange Funkstille. Trotzdem, es hat sich auf irgendeine Art dann auch wieder eingerenkt. War ja auch ein alter, kauziger Mann. Also, 1,5 Jahre in Amerika und dann ging es zurück wieder nach London. Davon erzähle ich Ihnen kurz noch und von dem letzten Teil ihres Lebens, bevor jetzt Judith Rosemeier den letzten längeren Text liest. Und der spielte sich in Amerika ab. Und wenn Sie durchhalten, was Sie sicher werden, dann hat er eine überraschende Wendung. Einmal hatten wir Reggie Denham zu Gast. Einen englischen Regisseur, der uns bat, seine Freundin Mary Ott mitbringen zu dürfen. Als wir abends nach dem Dinner zusammensaßen, fragte mich Reggie, was ist aus den Mädchen mit den roten Strümpfen geworden, das immer vor deiner Türe stand? Ich habe sie seit Monaten nicht mehr gesehen. Dann erklärte er Mary, dass es sich um ein verrücktes Mädel handelte, das immer vor der Türe des Theaters stand, wenn Elisabeth kam oder ging und immer rote, wollene Strümpfe trug. Da unser Stück sehr lange lief und sie immer da stand, kannte sie jeder im Theater, obwohl niemand mit ihr sprach. Just a fan. Ich war immer blitzschnell in und out aus dem Theater, weil ich nicht gern Autogramm geschrieben vor der Tür. Paulus sprach schließlich doch einmal mit ihr. Was glaubst du, wie sie heißt? Fragte er mich dann. Sie heißt das Mädchen mit den roten Strümpfen, sagte ich. Nein, sie heißt Martina Lawrence. Martina Lawrence? Das ist doch, die kenne ich doch, das ist doch Stolen Life. Was heißt das? Das heißt, dass das Mädchen mit den roten Strümpfen heißt Martina Lawrence. Nonsens, das glaube ich nicht. Wirklich, wirklich. Nonsens, sie hat den Film gesehen und der Name gefällt ihr. Frag sie selbst. Das mache ich, heute noch, nach der Matinee. Ich rief sie nach der Matinee in meine Garderobe und schaute sie das erste Mal aufmerksam an. Sie war sehr armselig angezogen. Sie war nicht hässlich, aber merkwürdig hart, fast unweiblich, mit durchdringend intelligentem Blick und scheinbar sehr scheu. Wir tranken Tee, während ich sie ausfragte. Sie bestand darauf, dass Martina Lawrence ihr wirklicher Name war. Sie sei im Waisenhaus aufgewachsen, habe keine Familie und sei ganz allein auf der Welt. Was mir am stärksten an ihr auffiel, war ihr Englisch. Ich hatte noch keinen Amerikaner so ein schönes Englisch sprechen hören. Ein fast aristokratisch reines Englisch, wie man es auch im englischen Theater nur von sehr wenigen Schauspielern hören konnte. Nachdem diese Unterhaltung eine Weile gedauert hatte, sagte ich, ich hätte das deutliche Gefühl, dass sie nicht die Wahrheit spreche. Und sie möchte mir doch bitte erzählen, in welchem amerikanischen Waisenhaus man so ein Englisch lernen könne. Ich wollte sie natürlich nicht zwingen, mir Dinge zu erzählen, die sie nicht erzählen wolle, aber ich könne mich jetzt nicht länger mit ihr unterhalten und müsse mich ein bisschen ausruhen vor der nächsten Vorstellung.
Darauf fing sie an zu weinen und sagte, sie wolle mir die Wahrheit sagen. Sie sei Engländerin. Sie habe mich zum ersten Mal in Manchester gesehen und auch meinen Film Stolen Life. Dann habe sie in der Zeitung gelesen, dass ich auf einem Kinderschiff nach Amerika gereist war und sie wollte dort leben, wo ich lebe. Und so war sie auch auf einem Kinderschiff nach Amerika gekommen, als Kinderbetreuerin. Und dann habe ich mich vom Kinderbetreuen freigemacht und jetzt habe sie eine Bürostellung am Nachmittag. Am Vormittag studiere sie Englisch an der Universität. Das klang zwar glaubhafter als das Waisenhaus, aber mir war das Mädchen nicht geheuer. Als ich Paul davon erzählte, war er lebhaft interessiert. Und da seine Sekretärin gerade auf Hochzeitsreise war, dachte er, Martina Lawrence könnte vielleicht die Stelle für diese Zeit übernehmen. Ich war sehr einverstanden. Martina Lawrence war glücklich und dankbar und wurde Pauls Sekretärin. Zur selben Zeit waren wir in Schwierigkeiten wegen einer wichtigen Umbesetzung in unserem Stück. Irene Worth, meine Gegenspielerin in The Two Mrs. Carrolls, war von dem späteren Filmproduzenten Gabriel Pascal nach London gerufen worden und bat uns so verzweifelt um Vertragslösung, um ihm folgen zu können, dass wir sie schließlich freigaben. Jetzt brauchten wir eine sehr schöne, sehr begabte junge Schauspielerin, die diese wichtige Rolle von Irene Worth übernehmen konnte, von einer der größten Schauspielerinnen Englands und Amerikas. Eines Morgens rief mich Paulus aus dem Office an und sagte, Martina Lawrence, seine neue Sekretärin, habe sich erbötigt gemacht, für mich zu probieren beim Vorsprechen der verschiedenen Bewerberinnen. Und da sie doch die Vorstellung 100-mal gesehen habe und jede Pause und jede Bewegung kenne, wäre das nicht eine Erleichterung für mich? Ich war begeistert und sehr dankbar. Paulus hatte mir schon oft erzählt, wie intelligent und brauchbar Martina sich in der Office erweise. Und es schien, wir hatten das Große losgezogen mit dieser Martina Lawrence. Am selben Abend nach der Vorstellung erzählte Paulus mir über die Probe mit Martina in meiner Rolle. Ich sage dir, sie ist ein Bombentalent. Jeder Atemzug, jeder Blick, jede Bewegung, jeder Ton, es ist unglaublich. Wir waren alle sprachlos. Und es war keinesfalls einfach eine Kopie von dir, es war ein Porträt. Ich sage dir, sie ist ein Bombentalent. Als ich Martina von diesem Erfolg erzählte, war sie sehr verlegen, sehr scheu und sagte, wenn wir wirklich glaubten, sie hätte so viel Talent, ob wir ihr vielleicht auch raten könnten, was sie tun sollte, um zu einer Rolle zu kommen. Wir versprachen, ihr zu helfen. Jetzt rief Paulus sämtliche New Yorker Agenten an, um zu erfahren, wo neue Stücke besetzt wurden und schickte Martina mit seinen Empfehlungen überall hin zum Vorsprechen. Ich hatte das Vorsprechmaterial für sie ausgesucht und mit ihr einstudiert und ich fand sie auch überraschend talentiert. Sie fand auch wirklich ein Engagement in einem neuen Stück und jetzt mussten wir dafür sorgen, dass die amerikanische Schauspielergewerkschaft ihr erlaubte, in Amerika Theater zu spielen. Bei mir war das etwas anderes, trotz meines englischen Passes, weil Paulus und ich unsere eigenen Produzenten waren und niemand uns zu engagieren hatte. Martina musste engagiert werden. Also versuchten wir, Martina der Union besonders ans Herz zu legen und erfuhren zu unserem maßlosen Erstaunen, dass wir uns keine Sorgen zu machen brauchten. Martina sei dort gewesen mit ihren Papieren und nichts stehe ihr im Wege. Sie sei eine waschechte Amerikanerin. Martina Lawrence sei ja nur ihr Theatername. Sie sei nie in England gewesen oder überhaupt außerhalb Amerikas. Paulus war sprachlos vor Überraschung. Ich war fast gar nicht überrascht zu erfahren, dass wieder alles Lüge gewesen war, was sie uns erzählt hatte. Paulus wollte immer wissen, warum. Warum tut sie das? Aber ich erzähle diese Geschichte ja nur, weil Reggie Denham hier in Vermont nach einem Mädchen mit den roten Strümpfen gefragt hat und die Fortsetzung der Geschichte noch nicht kannte, die ich dem Leser eben erzählt habe. Und weil Mary Orr dabei war und die Geschichte zum ersten Mal mitgehört hatte. Und weil ein paar Wochen später beim Friseur in New York las ich in einem Magazin diese ganze Geschichte unter dem Titel »Mädchen mit den roten Strümpfen«. Ohne Namen natürlich.
Nur von der großen Schauspielerin und dem Mädchen, das immer vor der Bühnentür steht und lauter Lügen erzählt, um in die Welt des Theaters einzudringen. Und der Autor dieser Magazingeschichte war Mary Orr. Das schüchterne, stille Mädchen, der wir alle diese Geschichte erzählt hatten an dem Abend in Vermont. Und auch das ist nicht das Ende dieser Geschichte. Hollywood kaufte die Geschichte für Bette Davis, dichtete noch ein bisschen Liebesintrige hinein und es wird der Film All About Eve. Dieser Film wurde ein Welterfolg und zum Schluss sogar ein Musical. Und Mary Orr und alle Beteiligten wurden sehr reich daran. Die einzigen, die gar nichts daran verdienten, waren die wirklichen Hauptdarsteller. Martina Lawrence, Paulus und ich. Ja, soweit dieser Ausflug. Eine Sache noch, bevor wir wieder nach Europa kamen, was ich ganz kurz sagen möchte, ist Ihre Begegnung mit Bertolt Brecht. Und wenn man erstmal von außen das so betrachtet, denkt man, diese zarte, zauberhafte Person, wie passt das zusammen? Auch Ihre Art, Theater zu spielen, vom Instinkt sozusagen bestimmt, von dieser träumerischen Sicherheit und dann diese andere Art des epischen Theaters. Aber Sie verstanden sich sehr gut. Sie haben länger in Amerika an einem Buch für die Herzogin von Malfi, von Webster, gearbeitet. Das ist aus anderen Gründen dann nicht so ganz gelungen, wie es sein sollte. Aber die Begegnung war eine sehr intensive und auch Brecht war in sie vernarrt. Später dann in Deutschland wieder hat er ihr das Berliner Ensemble gezeigt, hat gesagt, hier gehörst du doch eigentlich hin, was vielleicht auch gar nicht stimmt. Aber es ist auch nicht dazu gekommen. Aber es hat der Freundschaft jede Art von Problemen, was die Arbeit angeht, keinen Abbruch getan. Die hatten eine sehr, sehr intensive und wichtige Beziehung und vor allen Dingen hatte also Begegnung. Und vor allen Dingen hatte sie mit Ruth Berglau, der Freundin von Brecht, eine sehr intensive Freundschaft. Also, es ist wieder, sie kehrt nach London zurück und hat dort immer noch zu kämpfen mit dieser Art von Verratsvorwürfen, warum sie damals England verlassen hat. Sie spielt wieder Theater, sie dreht und sie hat sie hat etwas, was ihr Leben bestimmt. Sie ist durch ein Buch, glaube ich, zur christlichen Wissenschaft gekommen und sie hat die Bibel studiert und hat dort ihre Art von Lebenswegweiser gefunden. Das muss bis zum Ende so gewesen sein. Ich habe neulich die Patentochter von Elisabeth Bergner getroffen, Elisabeth von Molo, übrigens die Enkelin von Moissy. Und sie hat mir davon erzählt, dass sie bis ins hohe Alter hinein die Bibel als ihren täglichen Ratgeber bei sich hatte. Das führte dazu, dass sie eine Lesung zusammenstellte von Bibeltexten und damit 1949 nach Israel fuhr. Das war natürlich eine unglaublich brisante Sache nach diesem Zweiten Weltkrieg und in ein jüdisches Land. Aber wider allen Erwartens und auch der Skepsis der israelischen Seite wurde diese Lesung, die sie auf Englisch, Deutsch und Hebräisch hielt, ein Riesenerfolg. Und aus 7 geplanten Vorstellungen wurden 70. Also eine Art vielleicht auch der Versöhnungsgeste oder des Zusammenbringens der Widersprüche und der schmerzlichen Erfahrungen der jüngsten Vergangenheit. Auf jeden Fall hatte es eine heilende Wirkung. Ihr erster Auftritt wieder in Deutschland war dann auch mit so einer Lesung und der eigentliche Wiederbeginn in Deutschland. Sie gingen 1950 zurück, kamen sie zurück und war ein Stück von Terence Rattigan. 1954 begann sie wieder mit dem Theaterspielen in Deutschland. Sie hat da noch etliches gemacht. Sie hat, was ich schon erzählte, was dieses Haus betrifft vor allen Dingen, damit schließt sich der Kreis. Also sie hat diese legendäre Aufführung von Geliebter Lügner hier zum Leben erweckt mit O.E. Hasse zusammen in diesem Haus. Und das ist immer wieder für mich eine so berührende und wunderbare Bewusstsein zu sagen, das hat alles hier stattgefunden. Sie hat die Regie gemacht, von denen ich Ihnen erzählt habe am Anfang und ihre letzte Rolle in deutscher Sprache.
Übrigens mit Nicole Heesters zusammen. Und Nicole Heesters, deswegen auch wieder dieser Adlerflügel, wird die letzte, oder wird, ja, bevor wir mit etwas anderem fortfahren, im März die letzte Veranstaltung hier mit mir in der Berliner Porträtgalerie machen. Und zu wissen, dass diese Kollegin mit Elisabeth Bergner gespielt hat in diesem Haus, das sind alles so Verknüpfungen, die ich einfach wunderbar finde. Sie hat auch noch gedreht, eben einen Film, den Sie vielleicht kennen, der Pfingstausflug mit Martin Held. Und sie hat noch etliche Fernsehrollen gedreht und da möchte ich Ihnen fast zum Abschluss etwas erzählen, weil ich einen Freund von mir, Konrad Zabrowski, der inzwischen nicht mehr arbeiten kann, er hat zwei Filme mit ihr gedreht, Anfang der 80er Jahre. Und das ist der Mensch, der sie eben auf sie aufmerksam wurde durch dieses Interview in der NDR Talkshow, was ich Ihnen erzählt habe, der dann hinter ihr her war im besten Sinne und der es wirklich geschafft hat. Er wollte eigentlich mit ihr Besuch der alten Dame machen, hat er ein Reklamheft ins Kempinski gelegt und sie hat ihm zurückgeschrieben, sie sind neugierig, sie interessieren mich, ich will sie treffen. So ist das zustande gekommen, diese beiden Arbeiten. Und nach der zweiten Arbeit, ein Film mit Rudolf Platte als Partner, hat sie gesagt, hatten die sich sehr angefreundet und sie hat gesagt, kannst du nicht Weihnachten mit mir verbringen in London, ich bin alleine sonst. Und dann ist er zu ihr gefahren und hat in ihrem Apartment gewohnt. Im Gästezimmer hat sie so nebenbei gesagt, wohl wissend um die Wirkung, ja, da haben schon Marlene Dietrich und Laurence Olivier und die haben alle auch schon in dem Bett geschlafen. Und er hat mit ihr Weihnachten verbracht und hat dann haben sie Opern angehört. 1972 ist Paul Zinner gestorben und hatte eine Filmfirma gegründet für Verfilmungen von Theater, von Opern und Ballettaufführungen. Unter anderem viele mit dem Royal Ballet, mit Margot Fonteyn. Und sie haben eine Musik an diesem Weihnachten angemacht, da rief der Rosenkavalier an in der Verfilmung von ihrem Mann und hat gesagt, und du willst nicht mit mir tanzen? Und dann haben die beiden zum Rosenkavalier Weihnachten getanzt und sie hat zu ihm gesagt, das war der schönste Tanz meines Lebens. Und darauf hat Konrad Zabrowski zu mir etwas gesagt, dass sie das konnte, dass sie jedem in dem Moment das Gefühl geben konnte, dass sie das so meint. Und dass dieser Augenblick das ist, was es gilt aufzubewahren. Ja? Also eine wunderbare Geschichte. Jetzt lesen wir noch einen Brief von Paul Zinner an seine Frau, und zwar den letzten Brief. Für meine liebe, geliebte Frau. To be given to her when I have gone. Mein Angeli, falls ich dieses Erdenleben verlasse und darum dich, du mein Liebstes und alles, verlassen muss, der einzige Grund, warum ich dich je verlassen könnte, dann sei dies mein letzter Brief an dich. Hoffentlich verlasse ich dich nicht wirklich, sondern nur physisch. Ich möchte es so gerne glauben, es macht es mir so much leichter. Und wenn das sein kann, dann werde ich immer mit all meiner großen Liebe bei dir sein und um dich sein und Licht geben auf dich. Mein Alles, hab Dank für alles, was du mir immer vom ersten Augenblick bis zum letzten gewesen bist. Und hab Dank für alles, was du mir immer und immer gegeben hast. Du warst alles Schöne und Gute in meinem Leben. Du warst alles, was gut war in meinem Leben. Du warst das Einzige, was ich wirklich geliebt habe, in und an meinem Leben. Du Liebstes, Bestes, Schönstes, Größtes auf der Welt. Bitte, bitte, glaub, glaub, glaub an dich, wie ich an dich geglaubt habe. Sei stolz und sicher und überlegen. Wisse in jedem Augenblick, dass du etwas Einmaliges und Einziges bist, das Außergewöhnlichste, das es auf der Welt gibt. Glaub an dein Genie, deine Größe, deine Schönheit, deine innere und äußere. Dein Glaube an dich ist die einzige Weise, in der du mir ein gutes Gedenken gewähren und schenken kannst. Mein Engel, ich bitte dich um Verzeihung für alles, womit ich dich enttäuscht und gekränkt habe. Es ist sicher vieles, vieles. Aber meine größte Sünde ist,
dass ich dir nicht eine Million hinterlassen habe, sondern arm von dir gehe und dich nicht versorgt habe, wie du es verdienst hättest. Oh Gott, oh Gott. Und das war das Einzige, was ich hätte tun sollen mit Arbeit und mit meinem Leben. Verzeih mir, verzeih mir. Ich weiß, dass du trotzdem immer alles haben wirst, was du brauchst. Gott hat es dir gegeben und wird es dir weitergeben. Ja, ein Satz noch zu Paul Zinner und Elisabeth Bergner. Als ich Elisabeth von Molo, ihr Patenkind, besuchte, hat sie mir eine wunderschöne Geschichte erzählt. Sie war als Kind oft bei ihr in London, hat mir auch von wunderbaren Begegnungen erzählt. Also eine enge Freundin war wohl Johanna Hofer, die Witwe von Fritz Kortner. Und sie hat mir erzählt, wie Johanna Hofer aufblühte, sagte Elisabeth Bergner immer, wie Johanna Hofer aufblüht nach dem Tod von Fritz Kortner. Da ist er noch mal selber durchgestartet. Ja, aber was ich erzählen will, ist, dass sie mir die Geschichte erzählt hat. Sie war in der Wohnung und sie schliefen in zwei verschiedenen Schlafzimmern. Und Elisabeth Bergner ging in das Zimmer ihres Mannes und machte das Bett ihres Mannes und sagte zu der Elisabeth, das hat er so gerne, wenn ich das mache. Ging an ihrem Zimmer zurück und sah, wie er das Gleiche machte, an ihr Bett. Das ist so schön, das erzählt alles. Und jetzt zum allerletzten Abschluss noch eine Essenz von ihr zum Nachhausegehen. Was noch? Zum Beispiel, wie ich an eine Rolle rangehe, wie ich an einer Rolle arbeite und sie ausarbeite. Ich weiß es nicht. Lieber Leser, ich weiß es nicht. Mein hoher Herr, da fragst du mich zu viel. Und läg ich so, wie ich jetzt vor dir liege, vor meinem eigenen Bewusstsein da, auf einem goldenen Richtstuhl lass es thronen und alle Schrecken des Gewissens ihm in Flammenrüstungen zur Seite stehen, so spreche jeglicher Gedanke noch auf das, was du gefragt, ich weiß es nicht. Was ich mit Kleists Worten sagen will, ist, glaube ich, dass ich jede meiner Rollen für ein heiliges Abenteuer gehalten habe. Dass ich fest überzeugt bin, dass jeder darzustellende Charakter unter seinen eigenen Gesetzen steht, die sich mit dem empfänglichen, sensitiven Schauspieler von selbst mitteilen. Wer alles erklärt haben muss, der schaltet seinen wichtigsten sechsten Sinn aus und kriegt meistens alles falsch erklärt. Was ich gewöhnlich tue, ist, dass ich so lange auf und ab gehe, bis ich das Zeug auswendig kann. Während dieses Auf- und Abgehens muss wohl etwas von der seelischen Essenz des Charakters in mich eindringen. Langsam aber doch. Denn die Gestalt wird mir beim Auf- und Abgehen immer intimer. Das können doch nicht nur die Worte sein oder das Auf- und Abgehen. Mehr weiß ich leider nicht dazu zu sagen. Dankeschön.